Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Let's Play World of Tanks. Und heute gibt's hier das Replay of the Week von dem T-44-100 für euch auf die Augen. Habe ich mir rausgesucht und dabei haben wir ihn hier als Top-Tier am Start. 8er, 7er und 6er Battle. Also, dann schauen wir doch mal, was er hier so reißen kann und was er uns zeigen kann. Bin sehr gespannt. Karte, wie ihr seht, ist Malinovka. Beide Teams mit jeweils zwei Artis am Start. Und ja, jetzt wollen wir natürlich sehen, was der junge Mann hier so drauf hat. Er nimmt jetzt hier den Weg auf die 7er, 8er Linie. Vorne wahrscheinlich in den Busch rein, könnte ich mir vorstellen. Da bekommt er jetzt auch schon vorne die Gegner auf. Aber auf den VK, da geht nichts. Da muss er noch hoffen, dass da noch was anderes in seine Richtung kommt. Die Lore vielleicht. Aber auch nicht wirklich scheinbar. Der VK jetzt hier aus der Bewegung heraus versucht das. Bleibt jetzt aber auch erstmal nicht stehen. Nicht, dass er da irgendwie aufgeht und dann da vorne einen reinbekommt. Aber er ist hier schon auf jeden Fall aggressiv. So, da hat er die Lore. Die Lore, die merkt noch gar nichts von ihrem Glück. Die merkt, hoppala, zack, ist da schon der Damage im Popöchen. Die will jetzt hier abhauen, aber nicht ohne nochmal ein Begrüßungshittchen oder auch ein Verabschiedungshittchen, je nachdem. Snarsorn und ja, er kann jetzt erstmal hier wirken. Die Stelle ist aus Gegnersicht sehr unangenehm, weil um hier auf ihn zu kommen, muss man einmal rüberfahren und wäre dann offen für die ganze Seite des Gegnerteams. Deswegen ist es hier so unangenehm, wenn hier vorne so jemand steht, wie er das gerade macht. Jetzt hat er das Snarsorn erstmal abgefrühstückt. Sich seinen ersten Kill damit zumindest mal gesichert. Ja, das macht ihn einfach perfekt. Tiger P jetzt immer auf seine Kommandantenkuppel schießen und nimmt ihn da easy peasy raus. Der Panther im Hintergrund hat ihn noch gar nicht so auf dem Zettel. Sieht man nämlich ganz schön, wo der Turm hingedreht ist. Die Lore dachte sich auch, bevor ich hier auf den T-44 fahre, fahre ich lieber weg. Aber er macht das anders, denn er denkt sich, jo, nur eine tote Lore ist eine gute Lore. Und so ist es auch. Dritter Kill. Lore weg. So, jetzt bekommt er langsam aber sicher so ein bisschen Druck vom Gegnerteam. Den Panther aber auch nochmal eine mitgegeben. Macht jetzt die Arti und den UI auf. Aber er bleibt hier auch nicht wirklich stehen, sondern er bleibt in Bewegung, weil er genau weiß, in der Bewegung ist der Panzer nämlich sehr stark, kann auch die Kurven nehmen, ohne großartig was an Geschwindigkeit zu verlieren. Und jetzt, nachdem er sich so einigermaßen sicher ist, dass es hier gut klappt, geht er erst auf den UI drauf. Der UI hat ihm natürlich in der RI-Stelle verpasst, aber die war noch mit 373 noch einigermaßen homöopathisch. Seine letzte Granate denn nicht, denn die hat ihn dann rausgenommen. So, der T25-2, von dem hat er vorher auch schon mal ein Schüsschen abbekommen, wurde aber gebounced, dementsprechend kein Problem, aber er rollt jetzt hier das Gegnerteam praktisch von hinten auf. 4200 Damage, 5 Kills schon. Und 2000 Spotting, also er macht hier die Runde aktuell auf jeden Fall pro seinem Team, denn sonst würden sie ja deutlich hinten liegen. Jetzt hat die A-Team hier nochmal einen verpasst, jetzt denkt er sich, Junge, wenn du mir so kommst, dann komme ich zurück und nimmt ihn dann raus, um seinen Krieger zu holen. Gegnerteam fängt jetzt das Cap an.
So, jetzt ist der mal raus. Ja, der T-34 bekommt jetzt auch ganze Zeit eine rein. Damit jetzt hier auch den achten Kill des Radley Walters. Der Type 64, der will jetzt aggressiv auf ihn drauf fahren, lässt er aber gar nicht zu, denn das dreht er nämlich um, indem er ihn einfach mal wegrammt, um seinen neunten Kill klar zu machen. Jetzt noch einen, um sich auch noch die Pool zu holen. Der T-29 gar nicht mehr so viele. Der VK, der ist noch rappelvoll, oder was ist rappelvoll, aber der hat noch eine gute Hälfte gehabt. Also einen will er natürlich gerne haben. So, sind alle aus dem Cap erstmal raus. So, jetzt hier der T29. Und er macht seine Pool. Sehr schön. 6297 Damage. Und einen braucht er noch. Beziehungsweise eigentlich braucht er gar nichts mehr. Scheißegal. Einen gibt's noch. Und den, da schleicht er sich jetzt von hinten an. Ins Heck. Zack. Damage, Arti ballert daneben, aber der ISM, der macht alles klar. Damit haben sie sogar noch hier den entscheidenden Beitrag abgeholt für 12 Kills im Zug, wobei er mit 10 Kills natürlich die absolute Monsterleistung gemacht hat. 6561 Damage, 2393 unterstützt, 2194 Basiserfahrung und mit persönlichen Reserven ohne Abzüge waren es fast 300.000 Credits und mit Abzügen immer noch 255.000. Also sehr beeindruckend. Eine geile Runde, für mich ein verdientes Replay of the Week, und das nächste Replay of the Week, das werden wir schon in der neuen Engine sehen. Das heißt, bis zum nächsten Mal, nächste Woche, und dann mit Encore. Bis bald, euer Alcaramba.